Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Sonntag, dass wir zusammen kommen können, dein Wort zu hören. Bitte segne es an unseren Herzen. Amen. So, ihr wisst, dass die nächste Woche Mittwoch ist. Aschermittwoch schon wieder. Es geht straff auf Ostern zu. In wenigen Wochen ist es soweit, also 7 Wochen ab heute. Und wir Evangelischen sagen dazu Passionszeit, weil die Leiden von Jesus im Vordergrund stehen. Es ist aber von jeher eine Vorbereitungszeit, eine Fastenzeit. Und in unserer Überflussgesellschaft, da ist Fasten natürlich auch sehr populär. Gerade nach Weihnachten gibt es ja da genügend Gründe. Und zum Beispiel, dass die Sachen wieder passen, dass nur mal kleiner, also der Mensch drin wird. Und neulich sagte eine Frau im Radio, also wir Frauen sind wirklich so schlimm, wie es heißt. Also in meinen Kleiderschränken zu Hause, da sind Kleider für 7 Frauen in 5 Größen für 4 Jahreszeiten. Und sie sagte, das Schlimme ist für mich, ist nichts Passendes dabei. Fasten, es ist eine alte biblische Methode. Das meint der Verzicht an ganz bestimmten Tagen auf feste Speise. In der Kirchengeschichte war es dann eine längere Zeit, wo man auf Fleisch verzichtet hat. 40 Tage hat Jesus gefastet. Und man hatte das erst wirklich die 40 Tage vor Ostern. Und dann hat man gemerkt, es ist zu hart und hat die Sonntage rausgenommen. Deswegen ist von Aschermittwoch bis Karsamstag ohne die Sonntage, also es sind 46 Tage insgesamt, die Sonntage, wird das Fasten ausgesetzt und Ostern wird vorgefeiert. So funktioniert das kirchliche Fasten. Und in biblischen Zeiten sind das diese Tage Zeiten der Gottesbegegnung. Man isst nichts, geht dafür beten, um Gott zu zeigen, wie ernst es einem damit ist. Heute ist uns ein Prophetenwort vom Propheten Jesaja aufgetragen. Er spricht in eine schwierige Zeit hinein, Ende des 6. Jahrhunderts, also kurz vor 500 vor Christus. Und damals hatte Israel ein echt hartes Jahrhundert hinter sich. Das war so das Krisenjahrhundert schlechthin. Israel war als selbstständiger Staat untergegangen, weil es sich von Gott abgewendet hatte durch Götzendienst, durch mancherlei Zeitgeist, durch das Vertrauen auf militärische Bündnisse statt auf Gott und auch durch soziale Ungerechtigkeiten im Land. Und Gott hatte zugelassen, dass der Tempel zerstört worden war und die Oberschicht nach Babylon musste. Und nachdem etlichen Jahrzehnten von Strafe hatte Gott das Gebet von Israel erhört und sie durften wieder in ihr Land zurückkehren. Es ging wieder los, aber es ging los wie in einer Nachkriegszeit. Alles sehr beschaulich, sehr jämmerlich. Es gab zwar wieder im Tempel Gottesdienste, aber der glich eher einer Ruine als einem prächtigen Dom. Und so waren die Judäer zwar wieder in ihrem Land, sie hatten es wieder, aber es war bedroht. Es konnte jederzeit Krieg kommen, sie konnten wieder enteignet werden. Und sie beschweren sich bei Gott, dass ihr Fasten irgendwie geistlich nicht wirkt. Ich lese aus dem Prophet Jesaja, er wird beauftragt von Gott, das anzusprechen und das Volk wird da drin zitiert. Kapitel 58. Gott spricht zu dem Propheten, rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und betrügt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig,
denen du das Joch aufgelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Der Herr segne dieses Prophetenwort an uns. Amen. Ich möchte das wieder in drei Schritten mit euch bedenken. Fasten ist erstens keine Methode, Gott etwas aufzuzwingen. Zweitens ist es immer soll sie immer mit wahrer Buße verbunden sein. Und drittens bewirkt das Fasten durch die Buße Heilung. Das Volk der Judäer beschwert sich bei Gott. Er antwortet ihnen nicht. Ihre Gebete bleiben unerhört. Sie haben keine Verbindung zu Gott. Und es hat keinen geistlichen Effekt. Ich will es nochmal vortragen, sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts davon wissen? Und Jesaja sagt, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Auf einen Nenner gebracht, Israel will Gott manipulieren. Sie wollen vorgehen und sagen, wir bringen dir eine Leistung und du sollst gefälligst die Gegenleistung erbringen. Sie kleiden sich in Sack und Asche, besondere Bußgewänder, es wird Asche aufs Haupt gestreut, sie lassen den Kopf hängen, tun traurig und unterstreichen das Fasten, dass sie auf Speise verzichten. Aber Gott schickt nicht eine Antwort, sondern Gericht. Es geht ihnen schlecht. Warum das? Religion kann mit viel Aufwand verbunden sein bei uns Menschen. Vielleicht nicht hier in Deutschland, wir sind ja eher niedriger temperiert, was Religion angeht, auf Sparflamme. Aber das gibt es in vielen Ländern und auch, denke ich, bei uns vereinzelt, dass Leute sich richtig einsetzen, viel Geld für einen Kirchbau spenden und dann sagen, naja, Gott, der muss mich schon gut finden. Was bei uns vielleicht verbreiteter ist, ist, dass man ein anständiges Leben führt und sagt, na, das muss ja wohl mindestens sein, dass Gott das Leid von mir fernhält. Und wenn es dann nicht so ist, tauchen Fragen auf. So funktioniert Glaube aber nicht. Gott will eine tiefere Beziehung zu dir haben. Er will dich ganz haben. Er will kein Händler sein von deinen guten Taten. Das wäre in gewisser Weise so wie in einem Beziehungsratgeber. Da ist ein junger Mann, der kommt bei den Frauen nicht so an und er liest einen Beziehungsratgeber und da steht drin, du musst dich so und so geben, um bei den Frauen gut anzukommen, ne, den Macker markieren und dich so tun, als ob dich das Mädchen nicht so interessiert und dann wird sie anbeißen. Gesetzt den Fall, selbst wenn das funktionieren sollte, das Verhalten, ist es ja keine Basis für eine längerfristige Beziehung, weil er sich ja nur verstellt und in Wirklichkeit ganz anders ist. Bei Gott funktioniert das erst recht nicht. Wir können ihm ja nichts vormachen, auch nicht durch irgendwelches Fasten oder durch irgendwelche auswendig gelernten Gebete, sondern er will unser Innerstes, das, was die Bibel Herz nennt. Er will nicht Leistung für Gegenleistung. Und deswegen zweitens, wahres Fasten ist immer mit echter Buße verbunden. Der Verzicht beim Fasten, also dass ich kein Fleisch esse oder feste Nahrung zu mir nehme oder Süßes, das soll dazu führen, dass du dich auf Gott ausrichtest. Also wir sind auch als evangelische Kirche nicht gegen Fasten und nicht gegen die Fastenzeit. Das ist etwas Gutes. Es legt nur sehr schnell ein Missverständnis nahe. Und dagegen spricht sich das Wort Gottes aus. Wir sollen uns auf Gott ausrichten. Er soll im Mittelpunkt stehen. Sein Wille soll im Mittelpunkt stehen. Das Volk will ja Gottes Nähe durch das Fasten erreichen. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen. Aber als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hätte und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott
sich nahe. Und es werden Gottesdienste gefeiert und da betet das Volk: Herr, zeige uns deinen Willen. Na, wir wollen wissen, was du von uns willst. Und so ist es vielleicht auch manchmal bei uns. Das Volk damals hatte aber schon die Bibel, die fünf Bücher Mose, die Tora und wusste in vielen Dingen ziemlich genau, was Gott wollte. Und so geht es uns. Wir haben die Heilige Schrift und vieles brauchen wir von Gott nicht zu erfragen. Das hat Gott uns schon geschenkt. Das wissen wir. Konkrete Fragen, man kann Gott natürlich alle Fragen stellen. Aber zum Beispiel in meiner Gemeinde, wo ich im Studium war, da war ein Paar zum Glauben gekommen. Die hatten schon Kinder zusammen, waren aber nicht verheiratet. Und die fragten im Hauskreis dann die Pfarrerin: Können Sie mal für uns beten, ob wir heiraten sollen? Und da sagte die Pfarrerin: Na, da muss ich nicht drüber beten, das ist doch ganz klar. Die Ehe ist die Ordnung für Mann und Frau. Da brauchen wir Gott nicht fragen, das steht schon in der Bibel so fest. Als Mensch weiß ich doch oft sehr genau, was ich tun soll, nur mit dem Umsetzen da hapert's. Da fällt mir das nicht so leicht. Und Gott fordert heute in diesem Wort von dir die ganz einfache Tat der Nächstenliebe. Ich weiß nicht, ob wir das so gerne hören oder ob wir vielleicht gleich Ausreden parat haben im Inneren. Das aber ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Damals in Israel gab es ziemlich harte soziale Unterschiede. Es gab vermögende Großgrundbesitzer, die die mittellose Unterschicht ausgebeutet haben, in Schuldknechtschaft gehalten haben. Und das prangert der Prophet an, dass sie reich sind, dass sie zu Gott gehen und gleichzeitig die fiesen Chefs raushängen lassen. Ich kann mich fragen, wo ist denn jemand von mir abhängig? Muss ja nicht auf der Arbeit sein. Vielleicht ist es auch emotional. Wo lege ich jemanden ein Joch auf, eine Last, die nicht sein müsste, einfach weil ich es kann? Wo kann ich jemandem etwas abnehmen, eine Last? Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Gott fordert nicht von uns, dass wir die Weltprobleme lösen. Das klingt immer so wie Afrika und wir müssen jetzt alles lösen. Da sind wir ziemlich schnell resigniert. Aber Gott will eine konkrete Tat von dir, wenn dich jemand fragt, wenn jemand seine Hand aufhält. Wir müssen uns nicht übers Ohr hauen lassen, wenn uns jemand anlügt oder wenn jemand gar nicht bedürftig ist. Wenn ein Alkoholkranker dich um Essen fragt, kannst du ihm auch anbieten, etwas zu kaufen. Das will er auch nicht haben, oft. Man kann ihm aus Barmherzigkeit trotzdem was geben. Aber wenn ein Mensch ehrlich in Nöten ist, dann ist es gut, wenn wir ihm helfen können. Ich bin dankbar, bei uns in Altenberg klingeln ab und zu mal Menschen, die irgendwie Pilger oder neulich hatte einer einen Zug verpasst, das war im Frühjahr, das war irgendwie die kälteste Nacht im März. Der stand am Sonntagabend 10:30 in Altenberg bei -10 Grad. Bin ich dankbar, dass ich da die Kirche oft tun kann und dem ein warmes Bett geben kann. Auch wenn ich in der Nacht nie geschlafen habe, weil ich nie wusste, wer das ist. Beziehungsweise was er mir erzählt hat, hat schon gereicht, dass ich nicht schlafen konnte. Aber egal, ich konnte ihn ja nicht in der Kälte stehen lassen. Und dass wir einfach, wenn so eine Situation kommt, einfach das tun. Punkt. Das fordert Gott von uns, wenn Menschen in ehrlichen Nöten sind. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Das kann das in diesen Zeiten heißen? Vielleicht auch, dass ich nicht alles im Internet bestelle, sondern mal beim Laden um die Ecke anrufe, ob die das nicht vorbeibringen können, ob sie es vielleicht haben. Dass ich vielleicht mal zum Restaurant gehe und Essen abhole. Oder dass ich vielleicht dann nachher, wenn wir für unseren Musiker sammeln, es mal knistern statt klimpern lasse. Das ist vielleicht das Gebot dieser Stunde. Die Fastenzeit, Fasten ist keine Methode, Gott etwas aufzuzwingen, sondern sie ist mit wahrer Buße verbunden, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und drittens, wenn wir diese Buße tun, dann führt es zur Heilung.
wenn wir so ausgerichtet sind auf Gott und in dieser Beugung bleiben vor Gott, wenn wir nicht uns selber hochstellen wollen, und dafür will uns die Fastenzeit führen, will uns auch das Fasten führen, dann kommt Gottes Gegenwart zu uns. Das ist die tolle Verheißung, die der Prophet an uns gibt. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen im Gebet und der Herr wird dir antworten. Das ist die Verheißung, wenn wir in der Beugung vor Gott stehen. Wenn du aus der Buße lebst, wenn du dein Leben ausrichtest. Na, Gott ist immer da bei allen Menschen. Die Frage ist, ob wir ein Sensorium dafür haben, ob wir das wahrnehmen können, die Gegenwart Gottes. Und die ist heilsam, da gibt es Kraft, da gibt es Freude. Das wollen wir anzapfen. Demonstrationen sind ja in aller Munde zurzeit, kommen alle in Nachrichten, wenn es auch eine kleine Demonstration gibt von 10 Leuten oder so, Corona-bedingt. Und neulich, es gibt ja auch in der katholischen Kirche viele Proteste gegen Missstände und ach, und der Bischof ist böse. Und ne, da, wenn da eine Frau protestieren kommt, hält das Fernsehen gleich die Kamera hin und so. Neulich habe ich in der kirchlichen Zeitung gelesen, wenn Katholiken auf eine Demonstration gehen, sind sie dann Protestanten? Auch Israel hatte solche Demonstrationen. Ja, manchmal braucht es ein bisschen. Ne? Jesaja stellt hier Israel als wanderndes Gottesvolk dar. Es war aus Ägypten ausgezogen. Hunderttausende Leute vorneweg. Die Stiftshütte wurde getragen und wo die 10 Gebote drin sind, die Bundeslade, danke, genau. Na, und hinterher das riesige Volk, na, als die Judäer aus Babylon zurückgekehrt sind, sind sie das auch in kleinen Prozessionen zurückgekehrt. Na, und so wird das gedacht, vorneweg geht die Gerechtigkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes beschließt den Zug. Wir haben leider in unserer Kirche, in der evangelischen Kirche, sehr selten solche Prozessionen, solche Demonstrationen. In der katholischen Kirche gibt es die Fronleichnam-Prozessionen. Manchmal bei Kirchenumbauten gibt es das. In Altenberg hatten wir das 1993. Als die Kirche eingeweiht wurde, ging es vom alten Gemeindehaus los. Das Kreuz vorneweg, dann kam die Pfarrerschaft hier der Umgebung und dann, Sie waren bestimmt dabei, Bruder Walter, ne? Und dann die ganze Gemeinde hinterher und da sieht die Stadt, oh toll, hier gibt es Christen, die tragen Jesus vorneweg. Wir haben das heutzutage auch noch bei Beerdigungen. Ne? Und ich bin immer, setze mich dafür ein, wenn die Vortragekreuze, wenn die verwendet werden, wenn da jemand sich findet, der das trägt, dass Christus vorangeht, weil Christus am Kreuz ist die Gerechtigkeit Gottes. Die soll vorneweg gehen. Das zeigt, dass nicht wir die Superhelden sind, sondern dass ich ein Sünder bin, dem Gott vergeben hat. Das muss vorneweg laufen. Da soll unser Blick drauf gerichtet sein. Und das geschieht. Und diesen Zug, dem schließt die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, das steht im Alten Testament für die Gegenwart Gottes. Das ist eine Wolke, die in den Tempel kommt und wo Israel sehen konnte, hier ist Gott da und das spüren konnte. Und das wollen wir auch. Und wir haben das auch schon erlebt hier in Gottesdiensten, gerade hier in Oberbernburg, wo wir die Gegenwart Gottes gespürt haben. Das sind nachher, das war einmal Silvester, da kamen Nichtchristen auf mich zu und haben davon erzählt, dass es irgendwie hier anders war. Und bitte betet darum, dass wir das erfahren dürfen, diese Herrlichkeit Gottes, dass wir Gottes Gegenwart spüren dürfen. Das stellt sich nicht immer automatisch ein, sondern das schenkt Gott. Und dann verheißt der Prophet, Gott durch den Propheten Israel, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Das Licht wird hervorbrechen. Wir sollen ein Licht sein. Wir sind Licht, sagt Christus. Wenn du in der Beugung vor Gott lebst, dann werden das andere merken. Ich muss als Christ nicht fragen, wie kriegen das andere mit, dass ich Christ bin. Das muss nicht die erste Frage sein, sondern die erste Frage muss lauten, wie gefalle ich Gott? Wie halte ich den Kontakt zu ihm? Und wenn das ist, dann geht das andere automatisch. Dann werden das andere merken,
wenn sie sagen, ich merke, bei dir ist irgendwas anderes. Und lasst uns darum beten, dass wir in dieser Fastenzeit vielleicht diese Situation erleben, dass Gott uns das schenkt, einen Menschen vor die Füße legt, wo wir diese Tat der Barmherzigkeit tun können und dass wir ihm begegnen und seiner Herrlichkeit und dass dadurch diese dunkle Welt hell wird durch Gott. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.